Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte euch heute nochmal das kleine Beil von der Firma X-Force zeigen. Habe den Beil im neuen Anschliff verpasst. Der originale Anschliff ist nicht so gut. Und ja, das Beil ist schon getestet. Sie ist natürlich kein super hartes Stück Holz, aber zum Testen reicht es. Besonders wenn man mit den kleinen Beilen sowieso keine großen Stücke unbedingt spalten muss. Ja, passt. Fang an. Man sieht, geht es da gut durch. Es ist aber auch ein ganz weiches Holz, aber liegt schon ein bisschen länger. Ich habe mir da einen Platz gesucht und ich muss euch sagen, von dem Totholz, das da liegt, ist wenig, das man nicht mit der Hand zerdrücken kann. Es ist alles morsch, es ist alles moosig, aber irgendwie auch ein schöner Platz. Und deswegen wollte ich auch da bleiben und euch das kleine Beil zeigen. Man sieht, mit dem neuen Anschliff geht das schon gut rein. Also mit dem Anschliff bin ich weit mehr zufrieden als mit dem originalen. Im originalen Anschliff war die Schneide stumpf und ja, es war auch nicht sehr, sehr, sehr scharf angeschliffen. Also die Schneidphase ging nicht sehr weit nach hinten und deswegen war das eher mühsam. Aber wie man sieht, jetzt treffen sollte man auch durch eine Kunst. Wie man sieht, geht das schon besser rein. Da ist ein Ast drinnen. Aber ich bin zufrieden damit. Wir haben uns da einen super Baumstumpf gesucht, der voll ist mit Moos. Aber das passt schon. Wie man sieht, geht das Anspitzen auch ganz gut. Das Beil ist jetzt schärfer, weit schärfer als vorher. Zum Schnitzen, ja. Natürlich ein Beil muss ich nicht zum Schnitzen benutzen, aber soweit bin ich jetzt zufrieden mit. Ja, mal schauen, vielleicht kommen noch mehr Äxte oder Beile von der Firma X-Force. Oder X-Force. Und ja, wie gesagt, das ist mein neuer Anschliff, wenn man ihn erkennen kann. Ist natürlich auch nicht perfekt, aber weit besser als vorher. Die Axt ist auch stabil bis jetzt, gibt es keine Probleme. Und ja, werden wir weiter schauen. Auch mit dabei heute zum Testen ein bisschen mal mein Joker Canberra. Dann müssen wir auch mal schauen, dass wir ein bisschen was machen damit. Nutze ich gleich für einen kleinen Betoning-Test. Das grausigste Stück Holz. Oh, man sieht schon, es geht da durch. Es geht super durch. Das Canberra ist sowieso ein sehr schneidfreudiges, scharfes Messer. Merkt man gleich einen Unterschied zum Beil. Das Beil tut sich damit mit dem Schnitzen richtig schwer. Aber das Messer geht da durch wie gar nichts. Wahnsinn. Ich mag das Joker Canberra wirklich gern. Ja, ist ein Carbonstahl, muss man mögen. Aufpassen wegen dem Rost. Schauen wir mal, wie sich es weiter verhält. Aber bis jetzt finde ich das Ding Wahnsinn. Es ist wirklich, wirklich Wahnsinn. Also das jetzt ist kein morsches Stück Holz. Das war ein Ast, den ich
unterwegs noch gefunden habe. Es ist, es geht durch wie nichts. Das ist Wahnsinn, wirklich Wahnsinn. Also Jokermesser auf jeden Fall empfehlenswert. Die X-Force Beile auf jeden Fall eine Überlegung wert. Man muss nur bedenken, die Beile sind natürlich sehr günstig. Und ich kann es euch gleich sagen, ihr werdet die Beile nachschleifen müssen. Ohne Nachschleifen wird es nicht gehen. Es gibt schon ein Video von mir, wo man den originalen Anschliff sieht. Und der ist ganz anders als der jetzt. Also es sind wirklich Welten dazwischen. Jetzt kann man arbeiten mit, ja, es passt. Ich finde es vom Gewicht her und vom Handling her ist es ein super Beil. Hat das alles zusammen, glaube ich, 700 Gramm. Die Lederscheide, die dabei ist, ist auch nicht unbedingt so passgenau. Oder ist noch meine nicht so passgenau. Aber ja, es ist besser als keine Scheide. Die meisten, aber viele Beile und Äxte bekommt man ohne Scheide. Und ja, zum Transportieren reicht's. Wie gesagt, ich werde das Beil weiter testen und kommt sicher wieder mal ein Video dazu, wie sich das Beil auf längerer Sicht verhält. Schauen wir nur gerade die Kante an. Schneidkante, sieht alles gut aus. Ja. Ja, das war's wieder von meiner Seite. Kurzes Video. Ja, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen.